Und dann die. fühle ich mich rein, also erster Zettel da oben, dann fühle ich rein 100%. Ja, eklig. Und dann habe ich Ex, dann denke ich, ah nee, Moment, die 100% gehören zu ihm. Ah ja, dann gehe ich nochmal zu dem Eduard. Ah, jetzt sind es nur noch 30%, eigentlich war er ganz nett. Auch jemand mit 80 und 90 kann schön sein. Das kannst du tun, wenn du dich nicht schön fühlst. Also wirklich auch übertrieben, dass sie vieles an sich richtig schlimm fand sogar und sich einfach echt hässlich gefühlt hat. Und ich mache das auch bei mir persönlich davon abhängig von den Menschen, mit denen ich mich so treffe. Dann, wenn ich von diesen Treffen nach Hause komme, fühle ich mich immer richtig schön. Und wenn ich natürlich jemanden nicht mag oder sagt, ah, die ziehe ich jetzt runter, die ziehe ich in den Dreck und dann fühlt man sich natürlich beschmutzt und nicht schön. Eben akzeptiere mich, auch wenn ich mich gerade nicht schön fühle. Ich kann es ja mal auf mich anwenden mit dem Typ, mit dem ich mich getroffen habe. Wenn ich das jetzt abgleiche mit anderen Sachen, dann hat der nur noch 70% dieser Ekligkeit. Super. Also ich finde, wenn es mal über 50% hinausgeht, sollte man sich ernsthaft überlegen, was man tut. Man will ja auch niemanden verletzen und so Nee. richtig krasse Cuts sind ja auch nicht gut. Ja, weil man sich dann auch so klar macht, so hey, also ich habe hier genug zu geben, wenn hier jemand was haben will. Und stärke damit ja auch das mich selber und meine Schönheit, wenn ich das jetzt mal so sage, zu erhalten. Sie hat geglaubt, sie war nicht anziehend genug, sonst wäre er geblieben. Er muss sich eine andere Schönheit suchen. Oh Mann, also Genau, so das ein ist kleines Mädchen denkt dann quasi, ein dass es jetzt wegen kleines. ihr ist, dass er fremdgegangen ist. Na, dieses Gott, ich bin schon das geliebte göttliche Kind. Ich werde schon geliebt und ich bin schon göttlich. Was mache ich da eigentlich? Und hör mal auf mit dem Dreck schmeißen, das ist nicht gut. Ja, Hallöchen und einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag oder guten Abend. Hallo, meine liebste Gesprächspartnerin Eva Maria. Ja, ich freue mich auch, dass wir uns hören, wir zwei natürlich. Ich bin sicher, du hast wieder eine spannende Frage, du wirst mich jetzt überraschen. Aber es ist gut, wenn man nicht stundenlang vorher drüber brütet, sondern dass es spontan kommen muss. Und ich freue mich über unsere Zuhörer, Zuschauer. Schön, wenn ihr interessiert seid und ich verspreche euch, alles, was wir weitergeben an Tools, ist Erfahrung, ist Realität. Das kann man umsetzen und das funktioniert auch. Ja, dann starte ich doch oder schieße ich doch direkt einfach gleich mal los, würde ich sagen. Und zwar heißt unser Thema für heute, das kannst du tun, wenn du dich nicht schön fühlst. Ich nicht schön fühlst. Ja, das kenne ich auch. Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Und das Beispiel, das ich heute mitgebracht habe, ist von einer früheren Bekannten von mir, die ich mittlerweile nur noch so ein bisschen über Instagram und so verfolge, mit der ich früher da viel drüber gesprochen habe. Die ist persönlich gesehen, also objektiv gesehen, ist sie wirklich sehr hübsch, eine wirklich schöne Person, aber sie selber fand sich eben immer hässlich. Also wirklich auch übertrieben, dass sie vieles an sich richtig schlimm fand sogar und sich einfach echt hässlich gefühlt hat. Und ich habe mir dann auch so, hab mich dann über, also mich selber mal reflektiert und so überlegt, ja, bei mir hat sich so durch meine Arbeit an mir selber konnte ich mich natürlich immer mehr mögen und mich auch irgendwie schöner finden. Und habe aber dann auch überlegt, mir geht es heute immer noch so, dass ich mich mal hübsch finde und mal gar nicht. Und ich mache das auch bei mir persönlich davon abhängig von den Menschen, mit denen ich mich so treffe. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt mit meinen Brüdern treffe, mit meinen drei, dann, wenn ich von diesen Treffen nach Hause komme, fühle ich mich immer richtig schön. Da fühle ich mich irgendwie geliebt und richtig, wie ich bin und fühle mich einfach schön.
Und dann bin ich zum Beispiel auch schon auf Dates gewesen und von denen nach Hause gekommen und dachte mir nur so, boah. Also ich habe mich dann so richtig eklig gefühlt, so man würde sich am liebsten einmal duschen, und fühlt sich einfach nach dem Kontakt mit der Person überhaupt nicht gut oder nicht schön. Und zu diesen zwei Sachen wollte ich dich gerne befragen. Also eben, wenn man sich nicht schön fühlt, in Bezug auf, wenn man jetzt alleine ist, aber auch in Bezug auf den Umgang mit anderen Personen, was man dann da tun kann. Und da interessiert mich natürlich total deine Meinung und Einschätzung dazu. Also natürlich ist das stimmt, das, was du sagst, mit welchen Menschen man sich umgibt, so fühlt man sich. Es ist einfach alles Energie, Ausstrahlung. Also wenn du dich mit deinen Brüdern umgibst, dann wissen sie, dass ihre Liebe, ihre Zuneigung lauter ist, in Ordnung ist. Dann bist auch du in Ordnung. Wenn du jemand umgibst, wo du dich dreckig fühlst, eklig, beschmutzt oder wie auch immer, dann weißt du, dass es nicht gut war, keine gute Verbindung ist, keine lautere Verbindung. Er hat dich oder sie hat dich mit deiner Gedanken beschmutzt. Mit Was bedeutet lauter? Was versteht man darunter? lauter, es redlich, es ohne negativen, schlechten Hintergedanken. Da wird keiner über dich schlecht reden, wird dich quasi beschmutzt. Ich sage immer mit Dreck bewerfen. Und wenn dich natürlich jemand nicht mag oder sagt, ah, die ziehe ich jetzt runter, die ziehe ich in den Dreck, und dann fühlt man sich natürlich beschmutzt und nicht schön. Du kannst dich dann gar nicht schön fühlen, nicht rein fühlen, nicht leuchtend und strahlend fühlen, wenn man dich mit gedanklich energetischen Schmutz bewirft. Kannst du dafür so Beispiele nennen? Also Also kann zum das dann Beispiel. sein, wenn ich jetzt auf einem Date war, dass der dann irgendwie vielleicht so gedacht hat, ja, keine Ahnung, ich halte nichts von Frauen, aber fürs Bett wäre es mir jetzt heute noch gut genug, Ja, so nach dem Motto. Also genau. so. Es ist quasi energetisch mit Dreck beworfen. Und wenn der dich mit Dreck bewirft, wie sollst du dich schön fühlen? Wenn jemand dich nicht mag und schlecht hinter deinem Rücken fühlt, redet, wie sollst du dich gut fühlen? Also eigentlich geht es darum, rauszufinden, bewusst zu werden durch unseren Ratgeber, durch den Podcast. Warum fühle ich mich schlecht? Ja, weil der andere mich mit Dreck beworfen hat. Oder ich mache es natürlich selber, das geht auch. Ja, und dann fühlt man sich nicht gut, dann kannst du dich nicht schön fühlen, nicht wunderbar, nicht strahlend und leuchtend wohin gehen. Ja, eigentlich geht es um diese unterbewussten Dinge, die man dann tut. Entweder hast du ein Date und der ist nur an deinem Körper interessiert oder stellt sich vor, was man dann irgendwie hinterher noch läuft. Und es beleidigt deine Seele, dann fühlst du dich beschmutzt. Und wenn du ja beschmutzt bist, wie sollst du dich schön fühlen? Oder wenn man schlecht, wenn du gehst und man redet schlecht über dich, wie soll man denn dann sich gut fühlen? Dann fühlst du dich schmutzig, dreckig, dann musst du dich waschen, dann musst du versuchen, diesen energetischen Schmutz wegzuwaschen. Genauso wie wenn ich mich jetzt mit einer Freundin angeblich treffen würde und ich fühle mich hinterher nicht gut, dann kann es eben sein, die findet mich eigentlich total bescheuert und trifft sich halt, damit sie da gut Stimmt dann. dasteht, aber redet nachher schlecht über mich und sagt, ah ja, die checkt's doch eh nicht, Was die oder? geschwätzt hat und was da ist und was die ja für ein Problem hat, das ist sowieso nicht so. Ja, also das wäre jetzt eigentlich so diese Themen da. Aber muss ich genau reflektieren? Kommt es jetzt von der Freundin oder von dem, oder hatte ich noch andere Gedanken? Das ist jetzt das Schwierige daran, weil es Oh kann ja. ja sein, ich habe ein Date und denke an die letzte Beziehung, der mich nur benutzt hat fürs Bett oder nur benutzt hat, um seine Schulden zu bezahlen. Dann meint er ja auch nicht mich, sondern nur das wird ausgenutzt, das, was ich sonst zu geben habe. Das ist so eher der heikle Punkt, dass man rausfindet, was ist jetzt eigentlich gemeint damit? Ist mein Vergangener, mein Ex? Ist es jetzt die andere Freundin oder bringe ich die nur in Zusammenhang? Also ich müsste ein bisschen gucken, wo kommt es denn her? Wo kommt dann dieser Schmutz her? Also das wären die zwei Dinge. Dann würde ich gucken, dass ich da einen Rückzieher mache und die mich davon
absorbiere, mich trenne da davon. Also einen tiefen Graben grabe. Sag, ja, nett, dass man sich trifft, aber ich muss nicht mehr näher in Beziehung bleiben. Das wären es, dann kann ich mich nicht schön fühlen, ja? Es geht gar nicht. Und wenn du dich jetzt in der Familie triffst mit deinen Brüdern, dann weißt du ja genau, die lieben dich alle, das weiß ich ja auch. Genau. Die finden dich toll und horchen dir gern zu und sind dir zugeneigt. Und deshalb bewerfen die dich ja nicht mit Dreck. Dann musst du dich gut fühlen, dann musst du dich geehrt fühlen, geachtet fühlen. Und Genau, daher das erhebt mich eher, wenn ich mich mit denen treffe, weil ich weiß, die stehen immer hinter mir, egal wie doof ich jetzt mal bin oder so, wie es sondern halt die gerade sind so ist, da. genau. Ja. Ja. Und genau das ist, dadurch wirst du erhoben. Und wenn du ein Date hast und der findet dich toll und will deine Seele kennenlernen, dann fühlst du dich auch erhoben. Mit Reinheit umgeben, mit Schönheit umgeben, mit schönen geistigen Gedanken. Und dann ist doch logisch, dass du dich schön fühlst. Ja, genau. Der andere Punkt natürlich ist, ich kann mich selber mit Dreck bewerfen. Ja, da bin ich jetzt noch gespannt, weil da würde Ja. mich auch die Erklärung total Also interessieren. jetzt guckst du am Morgen in den Spiegel und findest dich schrecklich. Was tust Ja. du denn da? Du bewerfst dich mit Dreck. Du machst dich ja quasi selber hässlich. Man spricht sich selber diese Hässlichkeit zu. Ja, genau, mal verurteilt. Ich verurteile mich ja, ich verurteile mich wegen meiner Nase, wegen dem Alter, wegen, ja, was weiß ich, zu klein, zu groß, oder ist ja völlig egal. Ja, da verurteile ich mich. Und verurteilen bedeutet ja, sich schlecht machen. Und was schlecht ist, kann doch nicht schön sein. Es ist ja genau wie diese Freundin, die dann hinter dem Rücken über mich redet. Ich bin ja dann die, die über mich selber hinter meinem eigenen Rücken oder face to face so zu mir redet. Ja, genau. Eben, dann wirst du beschmutzt und dann wirst du ja verurteilt und da kann man sich nicht gut und erhoben fühlen. Und schön ist man ja, warum ist Grazia Patrizia so schön, also von Monaco? Warum? Weil man sie angestrahlt hat, weil sie dieses Charisma mitgebracht hat und dann natürlich die Leute mitgezogen hat. Ja, und sie war dann anerkannt. Du hast auch deinen anerkannten kannte Position in der Familie. Und die kann man natürlich überall haben, aber man muss ein bisschen rausfinden, wo es mir gut geht, wo ich mich nach dem Gespräch, nach dem Date besser fühle. Und Ja. das ist dann deine Heimat. Ja. In der Arbeit geht es nicht, aber da kann man Distanz halten. Und was man natürlich auch machen kann, wenn ich jetzt merke, ich finde mich heute gar nicht schön, dann überlegen, was tue ich denn gerade? Ich verurteile mich. Das heißt, ich mache mich quasi, hole mich runter, mache mich selber hässlich. Einfach erstmal das bewusst machen, so, oh, Moment, ich glaube, ich bewerfe mich gerade mit Dreck, oder? Genau. Ja. Ich bewerfe mich gerade mit Dreck. Wie kommst du denn auf die Idee? Und dann finde ich diesen althergebrachten Spruch, den wir ja schon mal verteilt haben. Ja. Und akzeptiere mich, auch wenn ich mich gerade nicht schön fühle. Ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich mich gerade nicht wohlfühle oder verurteilt fühle. Auch da hilft dieser wunderbare Spruch mich dazu. Natürlich muss ich erst mich selber zu erheben. Er bringt mich dazu, wieder besser von mir zu denken, mich mit mir zu versöhnen. Ja. Ja? Und das hilft, aber erstmal muss es natürlich klar sein, woher das kommt. Und dann werde ich handlungsfähig. Weil nur wenn ich weiß, was der Grund ist, dann kann ich dagegen steuern, kann ich was anders tun. Also dann bin ich handlungsfähig. Und dann kann ich sagen, aha, jetzt hat die, ich habe mich schlecht gefühlt, jetzt hat er vielleicht komische Gedanken gehabt, komische Wünsche. Und dann kann ich sagen, ich liebe und akzeptiere mich, dass ich es dort so lang am Tisch ausgehalten habe, dass ich mich habe so lang energetisch schlecht machen lassen oder meine Energie klauen oder mich bestehlen um meine tolle Energie. Lieben, akzeptiere mich, auch wenn ich mich heute Morgen nicht schön fühle und verurteile. Ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich eine schlechte Wahl getroffen habe. Auch wenn ich mich nicht traue, jetzt von der und der bekannten Freundin oder so zu trennen, aber ich werde den Abstand einnehmen. Oder Kannst wenn du vorm du? Spiegel stehst, ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich mich heute noch nicht
noch nicht so schön fühle wie gestern. Könnte man sich auch sagen, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin, oder glaubt man das einfach zu wenig? Ja, das ist schwierig, weil wenn man das tun würde, dann bräuchte man nichts tun. Ja, dann müssen wir es auch nicht sagen, gell? Dann Dann. müsste man es nicht sagen. Wenn man es jetzt glauben würde, bräuchte man überhaupt nichts mehr sagen. Wieso ziehen Reiche immer mehr Geld an, weil sie es schon haben? Dann machen die sich gar keinen Kopf mehr drüber. Das ist einfach Ja. schon da. Deswegen finde ich von meiner Erfahrung das einfacher und besser. Ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich mich heute Morgen mit Dreck beworfen habe. Oder wenn ich mich nicht so toll fühle. Und ich liebe und akzeptiere mich auch, wenn ich jetzt an mir rumkritisiere. Das versöhnt mit sich selber und du bringst dich in eine andere Schwingung. Da Ja. wirkt ja dieser Satz auch wirklich ganz, ganz gut. Dann finde ich natürlich unseren Satz, ne, GGK, diese göttlich geliebtes Kind-Methode auch sehr, sehr gut. Ne, dieses Gott, ich bin schon das geliebte göttliche Kind. Ich werde schon geliebt und ich bin schon göttlich. Und ich sage, wenn ich göttlich bin, wenn ich das fühlen kann, universell oder wie auch immer, dann habe ich das Höchste und Beste im ganzen Universum erreicht. Es gibt nichts Besseres, Größeres, als das Kind Gottes zu sein. Also Und nichts muss, Schöneres. ja, nichts Schöneres, ja. Ja. Dann mache ich mir klar, dass ich das Beste und Höchste, was ich erreichen kann, schon erreicht habe. Ich habe das schon. Weil der Punkt ist, ne, das wird mir dadurch bewusst, warum werden die Reichen immer reicher? Logischerweise, weil sie es gewöhnt sind, weil sie es schon haben, weil es selbstverständlich ist. Also, wenn wir zu dieser Selbstverständlichkeit kommen, Gott, ich bin schon das geliebte göttliche Kind. Und Gott ist das ganze Universum, also gehört mir auch ein Stück vom ganzen Universum, also gehört mir schon alles mit all den anderen Menschen. Das Universum ist so riesig, da wird man sich nicht mal begegnen. So viel können wir haben. Und das so integrieren, sich erheben durch, ich werde schon geliebt, also muss ich gut sein. Ich bin schon göttlich, also habe ich das Höchste und Beste schon erreicht, was man im ganzen Universum erreichen kann. Also in meinem Herzen gehört mir schon alles. In meinem Herzen bin ich schon das Beste, was mein göttlicher Vater überhaupt sich ausgedacht hat. Und dann muss ich ja gut genug vor Gott sein, weil wenn ich, sonst hätte er mir ja nicht den Körper, den Geist und die Seele gegeben. Und das finde ich, das hilft mir. Wenn ich gut genug für Gott bin, dann muss ich doch gut genug für alle anderen sein. Man Genau. guckt ja auf mich geistig, seelisch, körperlich, natürlich. Ja? Und unser Körper ist ein Kommunikationsmittel, ein Mittel, um quasi sich weiterzuentwickeln können. Und das pflege ich ja auch. Auch wie mein Telefon. Ich schmeiße ja nicht weg und oder beschmiere es mit Honig, sondern guck, dass es auch, dass es in Ordnung ist, dass es funktioniert, Ja. damit ich es so lange wie möglich habe. Und so soll es ja sein. Und wenn man sich das so ein bisschen herholt und verinnerlichen könnte, stell dir vor, du verinnerlichst, dass du schon göttlich bist, dass du schon geliebt bist. Und wenn man göttlich ist, ist man das Höchste und das Beste im ganzen Universum. Also Genau, was weil hast dieses du erreicht? hässlich fühlen oder dieses nicht schön fühlen hängt ja zusammen mit sowas, dass man das Gefühl hat, man ist klein, man ist abhängig, man hat nichts, man bekommt nichts, man ist nicht gut genug. Und da ist eben dieser GGK-Satz eine ganz tolle Ergänzung. Auch wenn man jetzt vielleicht denkt, ach, an Gott glaube ich jetzt nicht oder so, man Ja, kann ja, sich ja ja. erstmal einfach darauf einlassen. Also wir verwenden ja diesen Gottesbegriff ganz bewusst. Und grundlegend ist aber da ganz viel Raum für verschiedene Vorstellungen. Also wenn man sich das jetzt halt vorstellt, dass es das Universum ist, einfach alles, was um uns rum ist, dieses riesige Ding, das einfach überfließt und überfließt und überfließt und niemand kann es jemals ausschöpfen, Ja. da einfach mal offen dafür zu sein und zu sagen, okay, ich habe jetzt damit keine Erfahrung, ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich probiere jetzt einfach mal mit dem Satz mal rumzuspielen, was ich zum Beispiel auch wirklich gerne mache, Ja.
sind halt einfach so Bilder, mir dann herzuholen, wie wir früher in den Meditationen immer mal wieder gemacht haben. Also einfach, dass man sich so vorstellt, man ist wirklich so geliebt, man ist vor Gott oder vor diesem Gottesprinzip, Vater-Mutter-Prinzip, wie auch immer, ist man so geborgen und geliebt und alles ist da, was man hat und braucht. Alles. Da gibt es quasi nichts. Da bin Was dir ich weder fehlt. klein noch abhängig oder hab nichts oder kann nichts, sondern da sind wir schon alle alles. Und es wäre schön, wenn einfach Leute Lust haben, mal damit ja zu Arbeiten. experimentieren. Ja. Und was ich noch hinzufügen wollte bei mir ist so, warum ich den Gottesbegriff explizit benutze, weil er von der Schwingung her eine unglaubliche Kraft hat. Weil ich Ja. habe es so ausprobiert, kinesiologisch testen, wenn ich mir jetzt das auf die Stirn schreibe, göttlich zu sein oder auf dem Bauch oder einen Zettel in der Hand habe. Und wenn ich sage, dass Gott ich bin, hat eine unglaubliche Wirkung. Das stärkt einem sofort, das kann man kinesiologisch sehr gut austesten. Und deshalb, das hast du ja gesagt, wir haben es ausprobiert, deswegen haben wir den auch explizit mit reingenommen und geben es gern weiter. Klar, wie du sagst, jeder kann sich das anders überlegen, aber aus Genau. unserer Erfahrung, aus unserem Testen her wissen wir, dass eben dieses Wort am meisten Energie hat. Und es ist halt im Prinzip ja auch statistisch nachgewiesen. Also das ist ja im Prinzip eine Form von spirituellem Coping, was man dadurch macht. Das ist ein Damit gutes Wort, beschäftige ich genau. mich ja wissenschaftlich auch. Ja. Und deswegen lohnt es sich wirklich total, das auszuprobieren. Ja. Und ich wollte dich noch Nichts. mal so grundlegend fragen. Also, wenn du jetzt sagst, andere können uns eben mit Dreck bewerfen oder wir selber uns ja auch, dann Ja. verstehe ich das so ein bisschen, dass wir uns, also wir sind ja diese emotionalen Wesen, die ständig irgendwas ausstrahlen. So Ja. wie ein Schauspieler, dann mal rastet er aus und schmeißt die Stühle über die Bühne. Und Ja. dann liegt er am Boden und weint oder so. Also das machen wir ja auch den ganzen Tag. Irgendwas strahlen wir die ganze Zeit aus. Ja. Und ich verstehe dich dann jetzt so, dass wir nicht nur diese Emotionen uns selber halt die ganze Zeit zusenden, sondern eben auch den anderen Personen und die schicken uns auch was entgegen. Ja, Und das kann dann eben, das können Sachen sein, die mich oder andere stärken oder halt wirklich so eklige Sachen, also dass man irgendwie jemanden ausnutzen will Ja. oder ja, den irgendwie schlecht Abwerten. spricht oder so. Ja. Und deswegen haben wir das Mittel, dagegen zu steuern, indem ich mich erhebe. Ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich mich jetzt gerade mit Dreck beworfen fühle. Wenn ich mich runtergezogen fühle, dann kann ich schon wieder auch diesen Satz benutzen. Weil du hast recht, nicht nur ich strahle natürlich etwas aus, sondern der andere strahlt auch was aus, aber da kann ich auch dagegen steuern. Oder ich kann sagen, Gott, ich bin schon das geliebte göttliche Kind, Gott, ich bin schon göttlich. Auch das erhebt mich und dann steht mir nicht mehr in dieser Frequenz, in dieser Resonanz. Es ist ja immer alles, ja immer alles Resonanz. Aber stell dir vor, du bewirfst dich am Morgen mit Dreck, also energetischem Dreck, verurteilst dich, findest dich schrecklich und das ist schrecklich. Ja, du ziehst auf der Straße schon den nächsten an, der dich auch schrecklich fühlt, sieht oder irgendwie verurteilt. Ja, das Genau, potenziert sich halt dann. da wäre eben auch meine Frage, wie kann ich das erkennen, ob jetzt, weil du hast ja vorhin auch gemeint, wenn ich jetzt von so einem Date komme Ja. und ich fühle mich so, dann kann es auch sein, dass ich halt den zum Beispiel mit meinem Ex-Freund oder so verwechsle, Wechsel. der mich halt in der und der Hinsicht vielleicht nicht gut behandelt hat. Also, Ja. dass ich das in die Situation quasi reininterpretiert habe, obwohl die Person mir gar nicht das entgegengebracht hat, was ich Genau. meine. Gibt es da irgendwie noch einen Trick, wie man das besser erkennen kann oder unterscheiden kann? Also ich finde am besten, wenn jetzt kommst du heim von so einem Date. Jetzt weißt du nicht, was der, mit dem du da bei der Pizzeria warst oder das andere. Dann schreibst du den Namen auf. Ja, jetzt schreibe ich da Eduard auf.
und fühle mich in den Namen von meinem Ex oder Nachbarn oder wo man Streit hatte oder so. Dann fühle ich mich rein, kommt es daher. Dann denke ich eben an den anderen Ex. Ah, da springe ich drauf an, da bin ich wütend. Und es hilft dann wirklich immer so reflektieren, aufschreiben und in jeden Namen reinfühlen. Oder war es meine Nachbarin oder eine Ex-Freundin oder weil ich mal verlassen wurde und deswegen bin ich böse auf den, weil ich jetzt sowieso beim neuen Date am liebsten gar nicht mehr hingehen würde, weil der Alte mich verlassen hat. Und dann merkt man, oh Moment, ich schütte den alten Kübel auf den neuen aus. Ja, ich stülpe ihm Okay. das über. Aber dazu Also brauche ich den Namen und mich reinfühlen. Also ich, ich nehme erst schreibe ich den Namen der Person auf, mit der ich mich eben jetzt gerade vorhin ja, getroffen habe, und dann von anderen Personen, und dann die. fühle ich mich rein, also erster Zettel da oben, dann fühle ich rein 100%. Ja, eklig. Und dann habe ich Ex, dann denke ich, ah nee, Moment, die 100% gehören zu ihm. Ah ja, dann gehe ich nochmal zu dem Eduard. Ah, jetzt sind es nur noch 30%, eigentlich war er ganz nett. Dann gehe ich hin zum Thema Lehrerin oder Lehrer. Ah, da kriege ich auch eine Wut, da ist auch 50%. Da lerne ich mich selber kennen und weiß, wohin kommt denn das? Wo gehört mein Ärger hin? Und dann lerne ich mich kennen und ich weiß, hier sind da seelische Verletzungen gewesen. Und dann kann ich das schon auseinanderklamüsern. Wo gehört was hin? Genau, weil ich finde das jetzt auch voll hilfreich mit dieser Prozentangabe, weil dann kann ich mich ja echt fragen, also weil ich würde jetzt, ich kann es ja mal auf mich anwenden mit dem Typ, mit dem ich mich getroffen habe, wenn ich das jetzt abgleiche mit anderen Sachen, dann hat der nur noch 70% dieser Ekligkeit. Super, Also genau. das gehört dann schon auch noch mal woanders hin quasi. Dann kannst du gucken, wo gehören denn die 30% hin? Dann in dem Moment, ne? Mit dem, was dich gedatet hast. Super. Genau. Und dann kannst du gucken, wo sind die 30%? Und vielleicht hat dein Date dann zum Schluss gar keine Bedeutung mehr. Auch das kann sein. Weil das war nur einer, der den Knopf gedrückt hat. Das war gar nicht so schlimm. Auch das kann sein. Und entweder sagst du, hey, jetzt räume ich erst mal bei mir auf. Oder ich sage, nee, die 100% gehören zu dem Date, also treffe ich mich nicht wieder. Ich kann dann eine Entscheidung treffen. Oder ich merke, im Moment, 30% gehören zu meinem Date, also 70% zu anderen. Und dann weiß ich, Moment, ich sehe mein neues Date mit ganz anderen Augen. Genau. Und es gibt so eine, wie eine Erleuchtung dann. Das ist total super. Und kannst du uns da auch eine Empfehlung geben? Also, ob das jetzt mit einem Date ist oder mit so einer Freundin, wo ich mich hinterher schlecht fühle, gibt es so eine bestimmte Prozentzahl, wo man sagt, okay, da lohnt es sich wirklich, bleib doch dran, und eine Prozentzahl, wo man sagt, du komm, erspar dir das Drama oder dieses Dreckschmeißen, sag ich jetzt mal. Also ich finde, wenn es mal über 50% hinausgeht, sollte man sich ernsthaft überlegen, was man tut. Weil wenn ich jetzt sage, okay, das erste Date war 50%, dann würde ich mich vielleicht noch an einem neutralen Ort treffen, natürlich nur neutral. Und dann würde ich gucken, wie ist der zweite Eindruck und bei der Freundin dann genauso. Ich würde mich schon nochmal treffen, mal überlegen, weil wenn du reflektierst und schaust, wo es hingehört, die Wut, die Ärger, die Verletzung, und dann kannst du ja besser mit dem einzelnen Menschen umgehen und bist nicht unbewusst und verteilst deine Verletzung auf jeden, der dir zwischen die Finger kommt. Und dann hilft es. Aber wenn es dann beim zweiten und dritten Mal auch immer noch über 50 ist, dann guckt man halt, dass ein bisschen auseinandergeht, dass man einfach Abstand bekommt. Das Kannst du hilft. uns da auch einen Tipp geben, wenn man sich jetzt halt, also man will ja auch niemanden verletzen und so Nee. richtig krasse Cuts sind ja auch nicht gut. Wie könnte man das auch nett formulieren oder sich da so langsam aus der Affäre ziehen, ohne jemanden Gleich, ja. zu verletzen, aber auch nicht einfach ghosten und gar nicht mehr schreiben? Das finde ich Genau. auch doof. Ja. Also ich finde, und das ist meine persönliche Meinung, man sollte immer alles tun, was hilfreich ist. Auch wenn ich jetzt jemand doof finde, andere findet den wieder gut.
Das ist ja eine ganz persönliche Sache, Ja. sollte immer jede Entscheidung so ausfallen, dass sie hilfreich ist. Also wenn dich jetzt jemand noch daten will, aber du merkst, oh nee, das tut mir nicht gut, dann würde ich sagen, eine hilfreiche Antwort finden, die aber auch stimmt. Ich muss mich jetzt gerade um meine oder möchte mich um meine Mutter kümmern, um meinen Hund, der ist jetzt neu, oder ich habe jetzt noch an meiner Arbeit zu schreiben, ich brauche jetzt voll meinen Kopf. Ja, dann schauen wir, wie es weitergeht, aber momentan geht es einfach nicht, solche Antworten zu finden. Oder wenn es bei einer Freundin ist, du, ich glaube, das würde ich jetzt so machen. Ich glaube, ich bin gerade zurzeit keine gute Gesprächspartnerin. Lass uns mal eine Weile Pause machen, weil ich glaube, das, was du brauchst, kann ich dir momentan nicht geben. Das wäre schade, wenn ich für dich nicht gut genug bin. Ich würde es dann voll auf mich nehmen, weil irgendwann trifft man sich wieder und ich finde, man sollte sich so trennen, dass man sich wieder begegnen kann. Eben hilfreich aus. Was nicht 100% im Vordergrund steht, weil ich kann nicht sagen, du bist eklig, du bist dreckig, hast mit Dreck beworfen. Für ihn ist Sexualität vielleicht ganz normal oder was, und für eine andere Frau auch. Also kann man das ja nicht bewerten. Und deswegen sage ich immer, so einen Weg suchen, wo ja ein bisschen Wahrheit dahinter ist, aber hilfreich, dass man sich eben ohne weiteres wieder in die Augen schauen kann. Vielleicht hat sich was geändert. Vielleicht hat er eine andere gefunden und denkt, ah, oh, super, ah ja, nett, hast jemand gefunden, toll. Und dann habe ich keine Angst mehr, irgendjemand zu begegnen, sondern man freut sich, weil man hat es ja gut gemacht. Und man ist wieder bereit, sich freundschaftlich zu connecten. Weil man schwächt sich ja quasi selber, wenn man jemanden dann nicht gut behandelt und dann geht man raus und hat eben, wie du sagst, Angst, dann jemanden zu begegnen. Dadurch ist man ja immer irgendwie selber dann klein, oder? Also, Genau. Macht man sich wieder klein, war dem Moment vielleicht richtig, aber es bringt dich nicht weiter. Und wie gesagt, in der Regel trifft man sich immer zweimal. Und dann ist doch schön, wenn man sagen kann, ah ja, erinnert dich, wir waren mal zusammen in der Pizzeria. Ja, du hast ja gerade keine Zeit gehabt. Ja, das stimmt, aber es ist halt auch nicht anders. Aber man trifft sich, man hat ein gutes Gewissen, ein gutes Gefühl. Und so sollte man leben und so sollte man handeln, dass man immer solche Entscheidungen trifft, einen Wortumgang miteinander hat, dass man sich immer wieder ins Gesicht sehen kann. Also keine Verletzung, aber trotzdem für sich sorgen. Hilfreich. Genau. Und ich finde es auch so super spannend, deine Tipps immer, weil es ist ja so, dass man quasi nicht nur in einer Situation eine Energie ausstrahlt, sondern ja immer. Oder diese Emotionen, diese Ausstrahlung hat man immer. Ja. Und die überträgt sich ja auch auf alle Lebensbereiche. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel, also klingt vielleicht komisch, aber wenn ich jetzt eben mit dieser Freundin so einen krassen Cut mache zum Ja, Beispiel und genau. das schwächt mich, das macht Ja, mich das schwächt. kleiner. Dann nehme ich ja auch diese Ausstrahlung in die Arbeit mit, in die Familie mit. Das ist ja dann meine Ausstrahlung. Und dessen kann man sich eben bewusst werden, dass es alles miteinander zusammenhängt und dass ich mir nur selber diene, wenn ich das bedenke und das halt klug mache. Einfach klug. Ist Einfach ja auch für klug. mich gut. Hallo? Ja, Jesus sagt, sei klug wie die Tauben und so friedlich wie sie. Genau, das hast du wunderbar zusammengefasst, weil das ist ja immer die Frage gewesen in der Therapie. Aha, jetzt soll ich wieder alles machen. Ja, warum macht man das? Das macht, sag ich immer, das machen sie für sich selber, weil es ihnen nachher besser geht. Hört sich im ersten Moment so an, mach alles für dich, egal wie du warst, und trotzdem versuche ich da gut rauszukommen, dass man sich wieder miteinander begegnen kann. Nein, das macht man für sich. Man macht alles nur für sich. Irgendwann erkennt man dann, man profitiert dann davon. Und das verspreche ich euch, wenn ihr so hilfreich als Trend, hilfreich für euch sorgt, ihr profitiert nur davon. Beim nächsten Mal werdet ihr das merken, weil wenn ich ja gut aus der Situation rausgehe, freundlich bin, für mich sorgen kann, dann ist es doch toll, egal wo ich hingehe und begegne jemanden, kann ich sagen, ja, hallo, wie geht's dir jetzt? Wie sieht es bei dir aus? Und habe natürlich dann überall diese Freude.
Auch wenn ich das Genau. das Schöne ist, ich muss es nur an einem Punkt lernen, dann kann ich es überall. Ja. Auch wenn jemand im Geschäft sitzt, im Büro sitzt und da ruft einer an und beschwert sich furchtbar über das Produkt oder so. Auch da ist es ja wichtig, eine hilfreiche Botschaft zu finden. Ist ja genau das Gleiche. Ja, ist doch schön, wenn man sagen kann, oh, ich verstehe Sie total, Sie haben sich geärgert, erzählen Sie mal warum, ich verstehe es ja und wir werden eine Lösung suchen. Oder ich kann auf den aggressiven Ton einsteigen und sagen, der schadet mir, was fällt denn dem ein? Und dann ein Hörer drauf und der ärgert sich 7-mal und wird 7-mal weitererzählen. Aber ich habe der Erleuchtete, der Bewusste, der, wie sagt man da, hilfreiche Dinge machen möchte, weitergeben möchte, der findet die gute Lösung, sagt, ja, ich verstehe Sie total, dass Sie sich ärgern und ich verstehe Sie, dass Sie enttäuscht sind. Also unser Produkt hat was Besseres versprochen, dann werde ich mich drum kümmern. Absolut. Und dem geben wir auf die Spur. Und dann wird er froh sein. Er wird einfach froh und dankbar sein. Und es geht einem ja auch besser dann. Man profitiert ja wieder davon. Ja? Ja, wenn man sich dann auch so klar macht, so hey, also ich habe hier genug zu geben, wenn hier jemand was haben will, ich habe genug zum Verteilen, Ich habe so viel nehmt euch Liebe, ich habe euren Teil. so viele hilfreiche Ideen. Ich Ja. versuche immer die besten Lösungen zu benutzen, weil ja die Firma profitiert, ich profitiere davon. Ja, und mit der Zeit hat man das so verinnerlicht, dass man immer gute Lösungen findet und was Und halt besser. eben, man hat auch diese Berechtigung oder ja auch diese Aufgabe, alles, was über diese 50% hinausgeht, so wie du jetzt gesagt hast, Ja. wenn ich merke, okay, 50% Anteil von diesem ekligen Gefühl, wenn ich mich mit der Person getroffen habe, ist noch da, dann habe ich auch das Recht und die Aufgabe zu sagen, okay, Zu sagen. dann muss ich mir das vielleicht auch nicht mehr geben. Ja, weil Ja. 50-50 ist ja immer die Verteilung. 50% ist immer mein Anteil, Ja. 50% vom anderen. Und wenn es bei mir das Negative über 50% ist, dann muss ich einen hilfreichen Weg finden, um Genau. halt demjenigen abzusagen, derjenigen abzusagen, auf eine hilfreiche Art und Weise. Genau, und damit tue ich ja dann insgesamt, stärke ich ja meine Ausstrahlung, Ja. und stärke damit ja auch das, mich selber und meine Schönheit, wenn ich das jetzt mal so Ja. sage, zu erhalten, zu fördern oder Ja. zu füttern. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber diese, mir meinen Status selber Erhalten. zuzuschreiben, zu Und es erhalten. ist ja wie innen wie außen, hermetisches Gesetz. Das bedeutet, auch jemand mit 80 und 90 kann schön sein. Natürlich, Innen ja. schön bin, dann strahle ich das natürlich aus, logischerweise. Und du hast es quasi jetzt wunderbar zusammengefasst. Ja. Weil es die innere Ausstrahlung ist. Es hat mit der Jugend gar nichts zu tun. Natürlich bringt die Jugend noch was mit, dieses innerliche Feuer, dieses, was Gott gegeben ist, diese Ausstrahlung. Aber dann muss man sich sehr arbeiten mit der Zeit. Und die Ja. kann man sich behalten oder erarbeiten. Und das ist die gute Botschaft. Ja. Aber, es kommt das Aber natürlich, es geht nicht von heute auf morgen. Das ist dieser Prozess, dieser Entwicklungsprozess. Genau. Aber, das darf ich jetzt auch sagen, es gelingt und funktioniert. Ja, Es das würde funktioniert. ich auch so sagen. Ja. Und Und ich bin. vielleicht noch ganz so abschließend, also diese ehemalige Bekannte von mir, die könnte sich jetzt eben erstmal bewusst machen, oh, Moment, was passiert eigentlich? Warum fühle ich mich hässlich? Einerseits vielleicht habe ich mich selber mit gedanklichem Dreck beworfen und mich selber abgewertet. Vielleicht ist es auch irgendwie im Umgang mit anderen, dann muss ich erst mal schauen. Das kann ich anhand dieser prozentualen Übung mal ausprobieren. Ja. Und sie kann sich eben sagen, ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich mich heute Morgen hässlich fühle oder so. Sie kann sich mit dem GGK-Satz aufwerten und sich das Genau. klar machen, dass sie diese wunderbare Fülle, an der nimmt sie teil, ob sie das will und merkt oder nicht. Ist so, ja. Genau, und das ist ja, finde ich, ein schönes
Gesamtpaket. Gibt es noch irgendwas, was du da noch gerne ergänzen möchtest, was sie noch tun könnte, dürfte, sollte? Oder belassen wir es erstmal dabei? Ja, das glaube ich ist schon ganz viel heute gewesen, aber der Punkt Ja. natürlich, dass man sich unbedingt überprüfen sollte, woher es kommt. Ja. Auch wenn deine bekannte Freundin jetzt sich mit sich gar nicht zufrieden ist, würde ich ihr auch empfehlen zu suchen, warum. Und dann eben zum Beispiel zu sagen, ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn mein Vater mich nicht akzeptiert hat. Okay. Ja, vielleicht, weil Kinder, wenn sie von ihren Vätern verlassen wurden, dann vor allem Mädchen, weil die haben wieder eine besondere Beziehung zu ihrem Vater, die denken, sie projizieren es dann aufs Äußere. Also nicht, den Kindern ist ja nicht klar, ja, die Eltern haben sich nicht vertragen, es hat nicht gepasst, es ging ums Geld, sie haben verschiedene Charaktere, Erwartungen, deswegen haben sie sich getrennt. Kinder glauben ja immer, ich habe es falsch gemacht oder mein Papa, ich war für meinen Papa nicht hübsch genug. Es ist tatsächlich so, dass sie denken, ich war nicht hübsch genug, nicht schön genug, nicht klug genug und deswegen hat er uns verlassen, hat er sich von mir getrennt, hat sich nicht mehr mit mir treffen wollen. Ja, bei ihr Deswegen. war es zum Beispiel so, dass der Vater fremd gegangen ist, als sie noch sehr klein war. Also die Eltern sind zusammengeblieben, aber da war ein ziemliches Drama, dass der halt sich eine andere Frau quasi gesucht Ja, hatte genau. zwischendurch. Und jetzt weißt du selber, was sie gemacht hat. Sie hat geglaubt, sie war nicht anziehend genug, sonst wäre er geblieben. Er muss sich eine andere Schönheit suchen. Oh Mann, also Genau, so das ein ist. kleines Mädchen denkt dann quasi, So dass ein es jetzt wegen kleines, ihr ist, ja. dass er fremd gegangen ist. Weil sie nicht klug genug war, nicht hübsch genug war, weil er sich eine andere Prinzessin gesucht hat. Ja, genau das ist es. Das ist unglaublich. Aber aus meiner Therapieerfahrung ist es so. Nicht Obwohl mit es mit der ihr Logik, nichts zu tun hat, ja, gell? es ist nicht logisch nachzuvollziehen, aber es ist so. Genau, das ist der Punkt. Und dann käme dahinter. Gut, dass du die Frage gestellt hast. Ich hätte es jetzt da Ja. nicht mehr reingebracht, aber jetzt finde ich es dann doch schön, dass man so den Grund noch auf die Spur gekommen ist, weil da kommt man selber nicht drauf. Du Ja, kommst das in finde der ich Regel nicht krass. drauf, dass es das. Stellt euch, ja, stellt euch das mal vor, weil ich bin mir eigentlich sehr sicher, wenn ich auch ihre Bilder auf Instagram und so sehe, dass sie jeden Morgen aufsteht und sich wirklich immer noch hässlich fühlt. Sie hat mir das halt so beschrieben früher. Und dann stellt euch das mal vor, dass man das quasi als kleines Mädchen sich Ja. das irgendwie so festsetzt. Oh Ja. mein Gott, der ist jetzt fremdgegangen. Oder der hat sich eine andere Prinzessin gesucht. Ja. Ich bin niemals gut genug oder ich bin einfach zu hässlich. Genau, Und sonst wäre dieses er ja Gefühl, geblieben. genau dieses Gefühl schleppt sie dann jeden Tag mit sich Ja. rum, steht so auf und bewirft sich morgens schon mit Dreck. Ja. Das ist schon, ja, Ja. also das finde ich Ja. jetzt auch richtig gut, das nochmal so vor Ja, das war Augen zu jetzt gut, dass führen. du das nochmal angesprochen hast. Ja. Ja. Okay. Also einfach insgesamt Unglaublich. diese Bewusstheit, die kann so viel verändern, so viel neu gestalten auch. Das habe ich ja in der Therapie eben bei dir. Ich bin ja seit ich 17 bin bei dir immer wieder erlebt. Man hat eben diese Glaubenssätze, aber mit einem neuen Bild und mit einem neuen Verständnis von sich selber kann man so, Verständnis. so viel erreichen. Also ich habe ja mit dir zusammen wirklich so viele krasse Hürden überwunden, wo ich nie dachte, dass ich das mal mache. Also wenn ich Ja. heute mir erzählen würde oder Ja. mir Man hätte es dir früher damals erzählt erzählt. hätte, dann hätte ich gesagt, bist du noch ganz bescheuert, zwei Genau. Masterstudiengänge an so krassen Unis. Ja, Und, klar. Aber genau. es ist so, ja. Ja, genau, das ist so. So. Ja, leider ist Cool. es dermaßen prägend. Und es ist ja Ja. schön natürlich, dass wir, denke ich, den Ratgeber machen, weil es wäre auch schön, wenn wir nochmal das Thema aufgreifen, wieso kommt es und wieso hat dann die Tochter zum Vater eine besondere Beziehung, wieso denkt man dann sowas? Ja. Ja, aber was du eben gesagt hast, sich allein das bewusst zu machen, das hilft. Allein bewusst zu machen, ach deshalb bin ich nicht zufrieden mit meinem Körper, weil ich das damals unterbewusst gedacht hat, nie bewusst, sondern unterbewusst, Ja. ja, das hilft einem ja, dass man sagen kann, jetzt kann ich jetzt aufhören damit. Ja, Jetzt wäre höre ich auf jetzt gut. damit. Ist ein Entschluss, jetzt ist gut. Ja.
Allein sich's bewusst machen ist schon ein Riesenschritt in die Befreiung. Ja. Punkt. Gell? Und Leute, merkt euch, es wird jetzt ganz bald zu jedem dieser Podcasts einen schriftlichen Ratgeber geben, den man als Ja. E-Book oder als Schriftform quasi erhalten kann. Und da werden wir wirklich, also vor allen Dingen ich, Uni-Idiot, werde dann nochmal alle Zusammenhänge schön Ja, erklären. das Und machst es du. wird auch in Zukunft dann auf unserer Webseite die Möglichkeit geben, jeweils Meditationen zu den Themen sich anzuhören und da auch nochmal sein Unterbewusstsein eben ganz nochmal neu zu informieren. Sobald die Links da sind, stellen wir euch die auch in die Infobox rein. Aber seid gespannt. Und ja, Eva, ich danke dir einfach ganz, ganz herzlich. Ich fand es heute wieder sehr hilfreich. Ich werde mir das selber auch wieder mehr zu Gemüte führen. Was mache ich da eigentlich? Und hör mal auf mit dem Dreck schmeißen. Das ist nicht gut. Danke. Wunderbar, da freue ich mich riesig. Und du weißt ja, was unser großer Wunsch ist, Ja. praktische Tools weiterzugeben, ganz günstig, dass sich jeder leisten kann und das man dann durchlesen kann. Und denkt immer dran, Leute, so ein Ratgeber muss man 7-mal durchgelesen haben. Die sind nicht riesig groß dann, sondern wirklich kompakt zu jeder Frage und 7-mal gehört haben, bis es verinnerlicht. Denkt bitte daran. Also vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, dir liebe Lisa Marie. Ich freue mich auch riesig, dass du wieder ja, mit dieser Frage kamst. Ich finde Ja. es schön, brauchst du mit und ich freue mich natürlich, wenn ich aus meinem riesigen Erfahrungs- und Wissen-Tools was weitergeben kann. Alles Gute und bis bald. Hallo alle zusammen und hier kommt auch das Handwerkszeug zu diesem Thema. Das kannst du tun, wenn du dich nicht schön fühlst. Das Handwerkszeug beginnt mit der Erkenntnis, dass Schönheit etwas mit Gedanken und Ausstrahlung zu tun hat. Wir können uns mit unseren eigenen Gedanken selbst und andere ehren und würdigen oder wir können uns selbst und andere mit Dreck bewerfen, mit gedanklichem Dreck. Tools, um sich selber zu ehren und zu würdigen, statt morgens aufzustehen und sich mit Dreck zu bewerfen, gedanklich, und zu sagen, oh Mann, wie sehe ich denn heute wieder aus und da, das passt mir nicht und das gefällt mir nicht an mir. Man kann stattdessen eben anderes benutzen, und zwar die Sätze, ich liebe und akzeptiere mich auch wenn, oder eben den Satz, den GGK-Satz, Gott, ich bin schon das geliebte göttliche Kind. Ich werde schon geliebt als eine Form spirituellen Copings, das man einfach mal ausprobieren kann. Dadurch hilft man sich eben, sich gerade nicht mit negativen Gedanken ständig zu bewerfen, sondern sich tatsächlich mit positiven Gedanken zu bewerfen. Das wäre doch mal eine gute Möglichkeit, es einfach mal versuchen, ganz anders zu machen. Dann gibt es noch Tools, um Hässlichkeitsgefühle zuzuordnen. Also das bedeutet, wir fühlen eben nicht nur uns hässlich, wenn wir uns selber mit negativen Gedanken beworfen haben, sondern auch im Umgang mit anderen. Also wenn wir jetzt spüren, dass eine Person uns irgendwie nur instrumentalisieren möchte oder ausnutzen möchte oder ähnliches, das kommt einfach bei uns an, diese Haltung oder Energie oder Ausstrahlung, diese Gedanken der Person kommen bei uns an. Und wenn wir dann von so einem Treffen mit so einer Person nach Hause kommen, dann geht es eben darum zu untersuchen, lag das jetzt an der Person? Hat die mir jetzt wirklich solche Gedanken zugeschickt oder hat die mir gegenüber solche Gedanken? Oder bin das vielleicht ich selber? Denn das Problem ist, dass wir auf alle möglichen Situationen ganz oft auch einfach alte Emotionen und Gedanken übertragen. Also, dass ich zum Beispiel jetzt nicht mit dieser Freundin quasi das Problem habe, sondern dass mich da irgendwann mal jemand ausgenutzt hat und deswegen glaube ich, dass die so über mich denkt. Da kann man die Prozentübung anwenden, indem man einfach den Namen der Person aufschreibt, mit der man sich gerade getroffen hat. Und dann versucht das Gefühl nochmal auch anderen Personen zuzuordnen. Also wenn ich jetzt eben dieses Hässlichkeitsgefühl habe, wenn ich mich mit dem einen Kerl getroffen habe, so wie ich das beschrieben habe, dann kann ich da nochmal andere Personen dazuschreiben, bei denen ich mich vielleicht schon mal so gefühlt habe. Und dann kann ich prozentual zuordnen,
Wie viel Prozent bleibt denn eigentlich dann noch bei der Person, mit der ich mich eben getroffen habe? Kann nämlich nachher sein, dass es nachher sogar 0% werden. Generell sollte man sich immer überlegen, ab einer Prozentzahl von 50%, also wenn du dich zu 50% dir sicher bist, nee, die Prozentzahl gehört wirklich zu der Person, mit der ich mich eben getroffen habe. Ab da lohnt es sich wirklich darüber nachzudenken, vielleicht so eine Verbindung auch eher aufzulösen und das aber auf eine hilfreiche Art und Weise zu machen, sodass man sich immer wieder begegnen kann. Ansonsten kann man einfach noch als Abschlussthese sagen, Schönheit generiert sich durch deine eigene großzügige Haltung dir selbst und anderen gegenüber. Und diese großzügige Haltung, diese Fülle, die man innerlich hat, um die nach außen zu bringen, das kann man eben üben, einüben, trainieren. Das ist wirklich wie Sport. Also wenn ich jetzt quasi mein Leben lang schon Kniebeugen gemacht habe, jeden Tag mindestens 10, dann bin ich quasi die Beste im Kniebeuge machen. Es kann jetzt aber sein, dass ich über so viele Jahre geübt habe, mich mit Dreck zu beschmeißen. Dann bin ich die Allerbeste darin, morgens schon aufzustehen und mich und alle anderen scheiße zu finden, herabzuwürdigen, als hässlich zu empfinden, zu beurteilen, zu verurteilen. Kann aber auch sagen, okay, diesen Sport lege ich jetzt ab. Ich probiere es jetzt mit einem neuen Sport. Zum Beispiel mit, weiß ich nicht, mit Liegestützen. Und da kann man eben ganz neu nochmal überlegen, vielleicht möchte ich ja aufhören, mich mit diesem Dreck zu bewerfen und anfangen, mich mit was Gutem zu beschmeißen. Das macht nämlich eigentlich viel mehr Sinn und ich finde, es macht auch viel mehr Spaß. Also überlegt es euch doch mal. Und ganz, ganz wichtig, allein, dass einem schon bewusst wird, mein Gott, was mache ich eigentlich da die ganze Zeit? Das hilft uns schon, um da einfach den allerersten Schritt schon rauszumachen quasi. Wir wünschen euch alles, alles Liebe. Ganz bald gibt es dann auch den Ratgeber- und Meditationslink in der Infobox. Kann noch ein paar Tage dauern, aber wir werden das ganz bald auch reinstellen. Und wir wünschen euch alles, alles Liebe. Abonniert uns sehr gerne und hier seht ihr nochmal die Playlist von Rest des ganzen Podcast-Gedönses, wo ihr euch gerne überall wirklich reinklicken könnt, um da mal reinzuhören. Alles, alles Liebe und schön, dass ihr da seid.